So, und in der letzten Folge habe ich vergessen, ein paar Sachen noch einzusortieren. Das machen wir jetzt mal kurz. Also das kann noch rein. Dann können noch die Ausdauertränke. Sind die hier, oder? Ja, Trank der Ausdauer. Die können alle auch da rein. Da haben wir inzwischen schon ganz schön viele von. Sollten wir vielleicht irgendwann zwischendurch mal trinken. Die Bolzen und der Speer. Eigentlich bräuchten wir eine neue Waffentasche. Oder Truhe oder was auch immer. Die Truhen hatten wir ja auch sortiert, ne? Weil die so schwer waren. Na gut, hier Auge des Einblicks. Oh, das kann auch noch mit rein. So, jetzt haben wir noch die Magietränke und die Heiltränke, die wir eh zwischendurch verbrauchen. Das ist okay. So, hier haben wir unsere Questtasche. Also Quest- und Skorpion-Tasche. Na gut. Es ist mir zwar immer noch viel zu chaotisch hier alles, aber was soll's. Wir brauchen halt eine neue Tasche. Oder die alte Tasche. Ist da noch irgendwas zu holen? Nö. Na gut. Da sind immer noch diese Anti-Magie-Dinger. Dann müssen wir wohl da weiterschauen. Okay, sind ja an der richtigen Stelle rausgekommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nervige, eklige Krabbeldinger. Aber wir sind schon vergiftet, da ist vollkommen egal. Da können wir auch dranbleiben und drauf prügeln. So, Steinchen nehmen wir mit. Und eine Druckplatte. Ach, so ein Ding. Ja, stirb schnell. Stirb schnell. Sonst müssen wir einen Heiltrank trinken und das wird nicht gut. Ah. Na gut, Heiltrank. Bringt ja fast gar nichts mehr. Noch ein Heiltrank. Oder wir heilen uns einfach kurz. So. Nein, das. Ah doch, gerade an den richtigen erwischt. Ich war kurz davor, hier diesen Feuerregen zu zaubern. Das wäre nicht so toll gewesen. Also zum einen, weil er fast keinen Schaden macht. Und zum anderen, weil dann das ganze Mana weg wäre. So, da ist ein Schalter. Und da ist nix. Na gut. Ah, schön. Jetzt können wir ihn endlich schrumpfen. Auch wenn es bestimmt komisch aussieht, wenn er einen ganz kleinen Kopf, einen ganz kleinen Oberkörper und noch riesen Beine hat. Aber na gut. Und mal schauen, ob der Kopf überhaupt mit runter geht. Sonst wäre das irgendwie tödlich. Also wenn sein kleiner Kopf eine Etage höher ist, sein kleiner Bauch in dieser Etage auf dem Boden liegt. Ja. Wie bringe ich einen Riesen um? Ich schrumpfe ihn einfach in Einzelteile. So, hier ist eine Kugel. Die können wir ein bisschen austricksen, indem wir hier warten. Schon wieder ein Déjà-vu. Wir sind schon wieder bei der Kiste. Wir sind schon wieder vergiftet. So, wir wollen nicht da... Wie jetzt? Das Ding ist wieder da? Oh, hat die Druckplatte... Also wir haben den Schalter gedrückt, das Ding war weg. Dann sind wir über die Druckplatte vielleicht gelaufen, da das ist wieder aktiviert worden. Das wäre möglich. Gucken wir einfach mal, ob das vielleicht mit der Zeit verschwindet. Also vielleicht macht die Kugel jetzt hier irgendwas. Ah, die Kugel geht jetzt auf die Platte. Aber nee. Na gut, müssen wir also wieder zurück. Hinter der Kugel her. Schwupp. Und dann erst die Druckplatte auslösen mit irgendeinem Stein. Und danach dann den Schalter drücken. Gucken, ob das klappt. Also hier rum. Nee, das war zu früh. Wir müssen noch weiter hoch. Und dann da, da. Und jetzt rechts rum. So, also Druckplatte auslösen. Probieren wir erstmal einen kleinen Stein. Das reicht schon, sehr schön. Also, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Es ist weg. Warten wir mal ganz kurz. Vielleicht ist ja auch irgendwie Zeit aktiviert, aber das könnten wir in der Zeit ja gar nicht schaffen. Na gut, dann gehen wir über die Druckplatte. Es ist immer noch weg. Immer noch weg. Schaut gut aus. Also nochmal das Ganze. Und jetzt versuchen wir auf keine Druckplatte unterwegs zu treten.
Noir und laufen weg, weil ein Stein hinter uns herrollt. Und ich bin falsch abgebogen. Der Stein ist ganz schön langsam. Na gut, also. Keine Anti-Magie-Felder, das heißt. Hallo Bauch. Wo ist unsere Magietasche? Da ist unsere Magietasche. Schrumpf. Na schön, er ist nicht tot. Das ist doch schon mal gut. Der Anfang ist gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gebt mir meine normale Größe zurück. Beeilt euch. Okay, können wir jetzt vorbei? Ja. Schön, schön. Wir kommen jetzt wahrscheinlich in das nächste Untergeschoss und da dürfen seine Beine schrumpfen. Wahrscheinlich auch wieder durch irgendein Teleporträtsel. Das ist da gerade explodiert. Also Gegengift ist gut und magische Macht. Da wird doch gleich mal abgespeichert. Das war doch Magie 10d10, ja. Also alles unter 50 wird neu geladen. 77, das ist doch schick. Sonst ist alle? Ja. Jedes Mal, wenn die Explosion kommt, kann ich mich nicht bewegen. Okay, hier geht schon mal ein Stein lang. Das ist so ein Wirbelwind. Also eine Falle. Und ein Teleporter und... Was ist das Blaue? Ein Reflektor. Oh. Also geht hier wahrscheinlich die Falle im Moment her. Plural. Die Fallen. Ich habe vergessen, den Stab vorher anzulegen. Das ist nicht gut. Machen wir das Ganze doch gleich nochmal mit dem Stab. Dann dürften wir auch keinen Mana mehr haben, leider. Aber wenigstens voller Lebenspunkte. So. Wir versuchen jetzt einfach mal, wenn der Stein dagegen prallt, dran vorbeizugehen und zu gucken, was denn da ist, außer noch einem Teleporter. Und noch ein Reflektor. Und nichts. Und ein Weg runter. Nee, da gehen wir noch nicht lang. Jetzt natürlich gucken, wo die Teleporte hinführen. Und wo der Weg dahin führt, weil da liegt ja noch irgendwas auf dem Boden. Oder war das eine Säule? Ich glaube, es war eine Säule. Gucken wir mal. Nicht in den Stein laufen. Ja, ist eine Säule. Und nicht in den Stein, nicht in den Wirbel. Nicht in den Wirbel. Okay. Der Teleporter führt hier hin. Was komisch ist. Dann gehen wir doch mal in den Teleporter. Der führt uns dahin, was auch sehr komisch ist. Aber, wie wir von den Bronzemasken gelernt haben, Teleporter führen manchmal woanders hin. Nö. Die hier anscheinend nicht. Also können wir getrost nach unten gehen. So, zickzack laufen durch Wirbelstürme, fliegende Steine und alles Mögliche. Und runter. Diese Biesendinger wieder. Den Geräuschen nach zu urteilen, viele davon. Aber das heißt, wir können hier gleich wieder ein Gegengift dran trinken und ein bisschen hochheilen. Oh, die halten gut was aus. Aber den schaffen wir noch. Also, bevor wir was trinken müssen. Hoffe ich zumindest. Wir es nicht wieder laden müssen. Ah. Ganz schön knapp. Also, Gegengift. Wo ist unser Gegengift? Ernsthaft, wo sind die ganzen Gegengifte? Hätte ich die alle schon einsortiert? Eins. Zwei. Wir hatten noch viel mehr. Wo sind die ganzen Gegengifte? Da sind drei auf Vorrat. Ha. Also ich hätte schwöger, wir hätten mehr gehabt. Oder da oben ist eins. Na gut. Also Gegengift geschluckt. Oh, hier ist schon wieder so eine Biene. Probieren wir mal kurz, ob unser Mana vielleicht für einen Heilzauber noch reicht, damit ich nicht pausieren muss. Ah, ja, ganz knapp. Schöne Sache. Also, Schild in die Hand.
ein so ein Bienending können wir noch töten. Da geht's weiter und da geht's weiter. Ah. Aber Räume sind immer gut. Also kleine Räume. Weil da sind nämlich meistens Truhen drin. Weil das so irgendwelche Aufenthaltsräume oder privaten Gemächer von irgendjemandem wohl darstellen soll. Und da stopfen die Spieldesigner immer Truhen rein. Wir sind erschöpft. Ah. Trinken wir doch mal so einen Ausdauertrank. Vielleicht bringen die ja hier was. Also wenn man erschöpft ist. Und ansonsten halten wir einfach einen Ticken mehr aus. Das ist ja auch okay. Also Ausdauertrank. Zwei Beweglichkeit und zwei Stärke haben wir verloren. Das ist nicht so gut. Ja, wir haben einfach nur Punkte in Ausdauer bekommen. Schade. Na, ein Versuch war es wert. Und dich kriegen wir wohl gar nicht mehr tot, ne? Also bevor wir weglaufen müssen. Nee. Lauf, Forest. Da lang. Kommst du hinterher? Und das Summen hat aufgehört. Das ist ein gutes Zeichen. So, speichern wir erstmal ab. So, und jetzt pausiere ich erstmal heil hoch und melde mich dann wieder. Bis denne.